der letzten Position schräges Fliegen links aus dem Bild die Mähne des Wildpferds teilen, kommt die nächste Bewegungsform, den Namen trägt der weiße Storch, breitet seine Flügel aus. Der hintere Fuß, der weniger Gewicht trägt, wird zum rechten Fuß etwas herangestellt und der vordere Fuß ganz umlastet, etwas nach innen gesetzt, mit dem vorderen Fußballen auf dem Boden und gibt Druck, sodass wir den Tigerstand einnehmen. 90% Gewicht ist hinten, 10% Gewicht auf dem vorderen Fußballen. Die Arme kreuzen, so dass der linke Arm innen ist und beide Handflächen zum Körper zeigen. Dann gehen die Hände diagonal auseinander, die linke Hand nach schräg links unten, die rechte Hand nach schräg rechts oben. In beide Hände geben wir leicht Druck hinein. Die Hände befinden sich so auf einer Ebene mit dem vorderen, mit dem linken Knie. Die rechte Hand, die linke Hand und das Knie sind auf einer Ebene. Wir nehmen die Position ein, einen linken Vorwärtsstand. Die rechte Hand neben die rechte Hüfte aufgesetzt, gibt leicht Druck. Die linke Hand kommt nach vorne oben, ist etwas höher als unsere Stirn hoch ist. Der weiße Storch breitet seine Flügel aus. Das Gewicht wird ganz nach links verlagert, der rechte Fuß einen halben Schritt angezogen. Das Gewicht kommt nach rechts, der linke Fuß entlastet, etwas nach innen gesetzt, so dass der Vorderfußballen Kontakt zum Boden hat, das linke Knie bleibt gebeugt. Wir geben etwas Druck auf den vorderen Fußballen. Die Arme kreuzen, sodass der linke Arm innen ist. Die rechte Hand kommt von unten oben. Beide Handflächen zeigen zum Körper. Jetzt die Hände diagonal auseinander. Die linke Hand kommt nach schräg links unten, die rechte Hand nach schräg unten. Beide Hände geben leicht Druck nach außen. Jetzt gehen wir schon in die nächste Bewegung hinein. Das Knie streifen links. Die rechte Hand kommt nach vorne unten, sodass der Handrücken nach vorne gedreht wird. Die linke Hand kommt nach oben mit der Handfläche gerichtet. Wir bringen das Gewicht ganz zurück auf das rechte Bein. Der linke Fuß wird zum rechten Fuß zusammengestellt. Die rechte Hand kommt an der rechten Hüfte vorbei, nach hinten rechts oben. Die linke Hand an der rechten Seite herunter, ein Schritt mit links in den Vorwärtsstand links und die rechte Hand kommt von hinten nach vorne, die Fingerspitzen voraus, das Handgelenk entspannt und führt einen Handflächenstoß nach vorne aus. Der weiße Storch breitet seine Flügel aus. Rechter Fuß etwas rangestellt, linke Fuß entlastet, aufgesetzt mit dem vollen Fußballen, die Unterarme kreuzen, auseinander. Aus dieser Position heraus wird die rechte Hand nach vorne unten geführt, sodass der Handrücken nach vorne zeigt und die linke Hand an der Seite hochgeführt, dass die Handfläche nach oben zeigt. Der linke Fuß kommt zum rechten Fuß zurück, der Rumpf wird gedreht, die rechte Hand an der linken Hüfte vorbei, nach hinten rechts oben, dass die Handfläche nach oben zeigen kann und die linke Hand an der rechten Seite nach unten. Ein Schritt mit links in den Vorwärtsstand, die rechte Hand, der rechte Arm rollt ein, sodass die rechte Hand am rechten Ohr vorbeikommt und einen Handflächenstoß nach vorne ausführen kann. Aus dieser Position heraus wird noch zweimal diese Bewegung ausgeführt, das Kniestreifen rechts und das Kniestreifen links. Der linke Fuß wird eingedreht, die Handgelenke entspannen, der rechte Fuß kommt zum linken Fuß zusammen, die linke Hand an der linken Hüfte vorbei, nach hinten links oben, dass die Handfläche links nach oben zeigt, die rechte Hand an der linken Seite nach unten, einen Schritt mit rechts in den rechten Vorwärtsstand, die linke Hand kommt vor, Fingerspitzen voraus, das Handgelenk ist entspannt und weich. Dann werden die Handgelenke nach unten gesetzt und die linke Hand führt einen Handflächenstoß aus. Dann noch einmal, der rechte Fuß wird eingedreht, die Handgelenke entspannen, der linke Fuß kommt zum rechten Fuß zusammen, die
die rechte Hand nach hinten oben, die linke Hand nach vorne unten, ein Schritt mit links und noch einmal ein Handflächenstoß mit rechts. Wir nehmen die Position ein, schräges Fliegen links. Der weiße Storch breitet seine Flügel aus. Den rechten Fuß heranziehen, das Gewicht nach rechts, den linken Fuß etwas nach innen setzen. Die Arme kreuzen, rechte Hand kommt von unten. Die Hände gehen diagonal auseinander und geben etwas Druck nach außen. Die rechte Hand kommt nach vorne unten, der Handrücken dreht nach vorne. Die linke Hand steigt an der linken Seite, Handfläche zeigt nach oben. Das Gewicht ganz nach rechts, der linke Fuß kommt zum rechten Fuß zurück. Die rechte Hand kommt an der rechten Hüfte vorbei und die linke Hand an der rechten Seite nach unten. Schritt mit links in den linken Vorderstand, den rechten Arm einrollen, dass die Hand am rechten Ohr vorbeikommt. Hand kommt nach vorne, die Handgelenke setzen nach unten, geben leicht Druck, Handfläche stoßen rechts. Wir drehen den linken Fuß auf der Ferse nach außen und beide Handgelenke entspannen, die Hände, Finger werden lang. Den rechten Fuß zum linken Fuß zusammenbringen, die linke Hand kommt an der linken Hüfte vorbei, nach hinten kurbeln, die rechte Hand an der linken Seite nach unten. Einen Schritt mit rechts, in den rechten Vorwärtsstand, den Arm links einrollen, Handflächenstoß mit links. Noch einmal links das Knie streifen, den rechten Fuß auf der Ferse eindrehen, die Handgelenke entspannen, den linken Fuß zum rechten Fuß zusammenführen, die rechte Hand an der rechten Hüfte vorbei nach hinten oben, die linke Hand an der rechten Seite nach unten. Einen Schritt mit links, Handflächenstoß mit rechts. Aus dieser Position heraus kommt jetzt die Bewegungsform Gitarre spielen. Wir bringen den rechten Fuß hinter den linken Fuß, entlasten den linken Fuß und setzen die Ferse links auf. Wir nehmen den 7-Sterne-Schritt ein. Das linke Knie ist gebeugt, die linke Fußspitze zeigt nach oben. Die rechte Hand kommt zurück Richtung Bauch, die linke Hand kommt vor. Die rechte Hand liegt neben dem linken Ellenbogen. Weiße Storch breitet seine Flügel aus. Rechter Fuß zum linken Fuß etwas heransetzen. Der linke Fuß mit der vorderen Fußbahn auf den Boden Druck geben lassen. Die Arme kreuzen, diagonal auseinander. Rechte Hand kommt nach vorne unten, linke Hand an der Seite hoch. Der linke Fuß wird zum rechten Fuß zurückgeführt. Die linke Hand macht eine abwehrende Bewegung. Schritt mit links, Handflächenstoß mit rechts. Handgelenke entspannen und werden lang. Der vordere Fuß eingedreht, hinter Fuß zum vorderen Fuß zusammen. Die vordere Hand macht eine abwehrende Bewegung. Die hintere Hand rollt sich auf der Arm und gibt einen Stoß mit der Handfläche. Noch einmal, der vordere Fuß eingedreht, hinter Fuß zum vorderen Fuß zusammen. Schritt mit links, Abwehr mit der linken Hand, rechter Handflächenstoß. Gitarre spielen. Der rechte Fuß kommt zum linken Fuß herangestellt, der linke Fuß wird im 7-Sterne-Schritt nach vorne gesetzt. Die Ferse ist aufgesetzt, das Knie gebeugt und die Fußspitze zeigt nach oben. Die rechte Hand kommt zurück Richtung Bauch und die linke Hand kommt vor. Gitarre spielen heißt diese Position. Die rechte Hand liegt neben dem linken Ellenbogen, hat aber noch genügend Abstand und die Fingerspitzen zeigen nach schräg vorne oben. Position, die Mähne des Wildpferds teilen, schräges Fliegen links. Der weiße Storch breitet seine Flügel aus. Rechter Fuß etwas heranstellen, linke Fuß entlasten, die Arme kreuzen, Hände kommen diagonal auseinander. Rechte Hand, Rücken nach vorne drehen, die Hand kommt nach
unten, linke Handfläche nach oben, steigt an der linken Seite. Linke Fuß zum rechten Fuß zusammen, Schritt mit links, Handflächenstoß mit rechts. Links den Fuß zur Seite drehen, die Handgelenke entspannen, die Hände weich, Schritt mit rechts, Handflächenstoß mit links. Den rechten Fuß zur Seite drehen, die Handgelenke entspannen, die Hände Finger lang. Linke Fuß zum rechten Fuß zusammen, die linke Hand eine abwehrende Bewegung, Schritt mit links, rechter Handflächenstoß. Gitarre spielen, den rechten Fuß zum linken Fuß etwas heranstellen, den linken Fuß in den 7-Sterne-Schritt setzen, linke Knie ist gebeugt, die Ferse aufgestellt, die rechte Hand kommt zurück Richtung Bauch, die linke Hand kommt vor. Die rechte Hand ist neben dem linken Ellenbogen platziert. Ist, der weiße Storch breitet seine Flügel aus. Die linke Hand macht eine abwehrende, fegende Bewegung nach links unten außen, die rechte Hand eine abwehrende Bewegung nach rechts oben. Der linke vordere Fuß ist weitgehend von der Gewichtsbelastung frei. Ingo startet mit einem rechten Vorstoß zunächst zum Bauch. Ich gehe zurück. Eine wischende, fegende Bewegung mit der linken Hand, mit dem Flügelschlag des weißen Storchs. Dann kommt er mit einem linken Vorstoß und eine zweite Abwehr mit der rechten Hand. Der linke Vorderfuß ist frei und es bietet sich hier an, mit dem Vorderfuß zu treten. Die nächste Technik aus dieser Position ist das Kniestreifen. Ich hier demonstriert als eine Abwehr gegen einen Fußstoß. Zurück, Abwehr, eine fegende, wischende Bewegung. Die hintere Hand kommt nach hinten oben, einen Schritt vor,
Und so wie der Arm eingerollt ist, wird er ausgerollt und kommt in einen handfesten Stoß hinein. Die letzte Technik aus dieser Folge ist Gitarre spielen. Der vordere Fuß ist mit der Ferse aufgesetzt, das Knie gebeugt, die Fußspitze zeigt nach oben, die rechte Hand ist neben dem linken Ellenbogen platziert. Eine abwehrende Bewegung gegen einen V-Stoß, der Fuß wird zurückgesetzt, eine fassende, greifende Bewegung und die linke Hand kommt zum Ellenbogen des Partners und hier wird ein Druck ausgeübt, dass ein Hebel entsteht über den gestreckten Arm bis zur Schulter. Er ist weitgehend bewegungsunfähig, so, er kann nach vorne sich nicht bewegen, zurück nicht, weil ich ihn hier halten kann. Es wird nur die Möglichkeit bestehen, zur Seite herauszugehen, aber solange warte ich nicht, es bietet sich an, mit dem hinteren geladenen Bein einen Impuls nach vorne zu geben, einen Schritt nach vorne zu bringen mit dem linken Fuß und hier den Partner zurückzustoßen.